Konnichiwa! Mein Name ist Christina und du bist hier bei Tina Hase. Heute möchte ich gern mit dir 5 coole DIYs basteln zum Thema Dekoration und Accessoires. Ich habe mir ein paar Deko-Ideen und Accessoires ausgedacht, die super einfach nachzumachen sind und sich auch toll als Geschenk eignen. Die erste Idee ist ein Dito. Das ist einfach super kuschelig. Sogar wenn du Nähanfänger bist, kannst du dieses Dito ganz einfach selber machen. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Fließdecke oder Stoff, eine Nähmaschine, Füllwatte, Filz und eine Heißklebepistole. Das Schnittmuster dazu findest du kostenlos zum Herunterladen auf meinem Blog. Und jetzt zeige ich dir, wie es geht. Lege den Stoff zweilagig aufeinander. Lege das Schnittmuster auf und schneide drumherum. Gebe 1 cm Nahtzugabe dazu. Jetzt legst du den Stoff rechts aufeinander und steckst die beiden Lagen mit Stecknadeln aufeinander. Unten lässt du noch frei. Jetzt steppst du das Ganze mit der Nähmaschine ab. Schneide aus einem weiteren Stück Stoff den Boden aus und stecke ihn unten mit Stecknadeln fest. Jetzt nähst du den Boden unten fest. Achtung, lasse eine Wendeöffnung frei. Diese sollte ungefähr 2 bis 3 Finger breit sein. Wende das Ganze und fülle dein Dito mit der Füllwatte aus. Stopfe die Watte dabei bis in alle Ecken. Die Wendeöffnung verschließt du mit Nadel und Faden mit Hilfe eines Matratzenstiches und dann schneidest du Mund und Augen aus Bastelfilz auf und klebst diese mit der Heißklebe fest. Das war einfach, oder? Und kleiner Tipp, wenn du nicht nähen kannst, besuche gern meinen Blog. Ich habe nämlich mal ein Kissen gemacht und zwar dieses hier. Das ist Artemis aus Sailor Moon und dafür habe ich eine Anleitung auf meinem Blog, wo du nicht nähen musst. Dieses Kissen ist nämlich komplett mit der Heißklebepistole geklebt. Wenn du also nicht nähen kannst und Lust hast, dieses Dito nachzumachen, besuche unbedingt meinen Blog und suche nach der Anleitung zu Artemis. Da findest du einen Tipp, wie du Kissen auch ohne Nähen selber machen kannst. Und als nächstes machen wir etwas Hasiges. Passend zu Ostern habe ich mir gedacht, wäre doch etwas mit einem kleinen Häschen schön. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch etwas mit Momo-chan aus Cardcaptor Sakura Clear Card. Das hier ist eine Seifenschale oder Schmuckschale, wie du gerne möchtest. Die ist richtig, richtig einfach nachzumachen. Alles, was du dafür brauchst, ist Fimo, einen Acrylroller, einen Backofen natürlich und zum Verzieren einen Lackmarker, Acrylfarbe und Sprühlack. Als erstes knetest du das Fimo schön weich. Dann rollst du es mit dem Acrylroller flach, legst deine Vorlage auf. Diese sollte eine schalenartige Form haben und schneidest sie mit dem Messer aus. Drücke das Fimo in eine große Schüssel, damit der Boden unten etwas rund wird und gebe das Ganze nach Anleitung auf der Packung in den Backofen. Wenn das Fimo ausgehärtet und abgekühlt ist, nimmst du dir deine Vorlage, malst die Rückseite mit dem Bleistift an und legst sie in deine Schale. Jetzt malst du mit dem Bleistift das Motiv auf der Oberseite nach und hast, wie durch Zauberhand, das Motiv auf deiner Schale. Male die Linien mit dem Lackmarker nach und verziere das Ganze mit bunter Acrylfarbe.
Wenn die Acrylfarbe komplett getrocknet ist, sprühst du die Ober- und Unterseite mit dem Klarlack ein. Kleiner Tipp, lasse den Lack gut durchtrocknen und trage ungefähr 3 Schichten auf. Da ist unser Momo-chan. Dieser Trick mit dem Bleistift und dem Malen, der ist mir auch wirklich beim Machen erst eingefallen und damit ist es echt super einfach. Also selbst wenn du nicht gut zeichnen kannst, bekommst du das Motiv so perfekt auf deine Schale. Und jetzt kommt ein Upcycling und zwar dieses Leuchtglas oder Nachtlicht, wie du es nennen möchtest. Ja, hier bei mir ist jetzt schon fast die Batterie alle. Ich liebe dieses Glas. Meine Idee dazu war, eine schöne Dekoration zu machen, die von Sailor Moon inspiriert ist. Und die Katze habe ich ganz bewusst in lila angemalt, weil ich einfach die lilafarbene Luna aus den Mangas schöner finde als die schwarze. Was du dafür brauchst, ist ein Glas. Ich habe hier ein altes Gurkenglas verwendet. Dann brauchst du einen Motivstanzer, Vinyl oder einfache Klebefolie, Frostfarbe, Stupfpinsel, Acrylfarbe, einen Lackmarker und eine Lichterkette. Das klingt ziemlich viel, aber ich kann dir versprechen, dieses DIY ist trotzdem total einfach. Also, los geht's! Nehme den Deckel von deinem Glas ab, sprühe ihn mit der Grundierung ein und lasse das Ganze gut trocknen. Jetzt malst du deine Luna mit Acrylfarbe an und lässt auch diese trocknen. Nehme dir jetzt deine Motivstanzer, ich habe hier 3 verschiedene verwendet, und stanze damit ganz viele Motive aus der Klebefolie aus. Diese klebst du auf dein Glas auf und trägst mit dem Stupfpinsel die Frostfarbe auf. Kleiner Tipp, trage mehrere Lagen von der Farbe auf, um einen noch besseren Effekt zu bekommen. Jetzt kannst du deinen Deckel mit goldener Acrylfarbe bemalen und während das Ganze trocknet, entfernst du die Klebefolie von deinem Glas. Jetzt bekommt Luna noch ihren Halbmond aufgemalt und schon kannst du sie mit Heißkleber auf den Deckel kleben. Zum Schluss steckst du noch die Lichterkette in dein Glas und schraubst den Deckel wieder oben drauf. Das war einfach, oder? Und das Schöne daran ist, es ist auch ein super Geschenk, finde ich, für jeden Sailor Moon Fan. Also ich liebe mein Glas und würde mich auch darüber freuen, wenn ich es geschenkt bekommen würde. Als nächstes machen wir etwas, was du bestimmt aus deiner Kindheit kennst. Und zwar habe ich hier so Yoshi-Eier aus Bügelperlen gelegt und daraus Schlüsselanhänger gemacht. Alles, was du dafür brauchst, sind Bügelperlen, eine Platte zum Auflegen natürlich, einen Schlüsselring, Perlen und eine Schmuckzange. Als erstes legst du das Yoshi-Ei aus Bügelperlen. Kleiner Tipp, zähle einfach die Reihen bei meinem Ei ab. Dann nimmst du dir einen Draht, fädelst eine kleine Perle auf, knickst das Ende um und drehst die beiden Enden fest zusammen. Jetzt ziehst du eine größere Perle bis zum Ende auf. Als nächstes ziehst du ganz viele verschiedene Perlen auf deinen Draht auf. Wenn du fertig bist, steckst du das Ende durch einen Ring von deinem Schlüsselanhänger, biegst den Draht um und drehst auch hier die Enden zusammen. Nehme jetzt den zweiten Draht und mache genau das gleiche wie beim ersten. Hier ziehst du das Ende jedoch nicht durch einen Ring durch, sondern knickst den Draht am Ende um, drehst die Enden wieder fest zusammen, befestigst das lose Ende noch einmal an der nächsten Perle und fertig. Öffne mit der Schmuckzange den letzten Ring deines Schlüsselanhängers, ziehe diesen durch eine Bügelperle durch, hänge den zweiten Perlenanhänger und den Schlüsselanhänger daran und verschließe den Ring mit Hilfe der Schmuckzange wieder. Und weil ich niemals nur eins mache, habe ich gleich 3 Stück gemacht.
Ich finde, die sind super toll zum Verschenken. Gerade jetzt zu Ostern mit Eiern passt doch super, oder? Das mit den Perlen war schon ein bisschen fummelig. Aber wenn man es einmal raus hat, dann geht es auch total einfach. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight in diesem Video. Und zwar habe ich mir überlegt, ich wollte total gerne etwas mit Hasen machen. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Und ein Hase, den ich total gerne mag aus Mangas, ist Momiji Soma von Fruits Basket. Ich liebe Fruits Basket und deswegen habe ich gedacht, ist ein DIY zu diesem Manga längst überfällig. Und deswegen habe ich diesen Kranz gebastelt. Als ich ihn fertig hatte, war ich so verliebt. Ich finde einfach, der ist so schön geworden. Alles, was du dafür brauchst, ist Fimo, und zwar das neue Leather-Effekt. Eine Vorlage von dem Hasen, Aludraht, ganz viele schmale Bänder, Kunstblüten und eine Heißklebepistole. Ach so, und die Lackmarker noch zum Anmalen. Knete das Fimo schön weich und rolle es mit dem Acrylroller flach. Teste, ob das Fimo groß genug ist, indem du deine Vorlage darauf legst. Wenn das Fimo groß genug ist, kannst du es in den Backofen geben. Nach dem Aushärten und Abkühlen legst du die Vorlage wieder drauf, malst mit dem Bleistift drumherum und schneidest das Fimo zurecht. Male jetzt mit dem Bleistift den Hasen nach und male die Konturen mit einem Lackmarker auf. Ich habe zusätzlich mit einem weißen Lackmarker noch drumherum gemalt. Jetzt nimmst du dir den Aludraht und formst daraus einen Kranz. Klebe den Hasen jetzt mit ordentlich Heißkleber darauf fest. Dadurch wird auch der Kranz stabiler. Jetzt nimmst du dir ein Band, legst es in Form einer Schlaufe auf den Kranz und ziehst die beiden Enden von hinten durch die Schlaufe durch. Das Ganze wiederholst du jetzt mit ganz vielen Bändern. Jetzt klebst du mit der Heißklebepistole noch ein paar Blüten auf. Und zum Schluss brauchen wir noch ein Band zum Aufhängen. Und fertig ist der Hase. Ich finde ihn total schön. Jetzt habe ich Lust, noch mehr DIYs von Fruits Basket zu machen. Wenn du Lust hast, kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was aktuell dein Lieblingsmanga bzw. Anime oder Game ist und wozu du dir vielleicht sogar eine Anleitung wünschst. Für Vorschläge bin ich total offen. Ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, mich zu inspirieren, etwas zu basteln und wenn ich euch damit inspirieren kann, etwas selber zu machen. Wie immer hoffe ich, dass dir mein Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt oder sogar ein Abo, wenn du nächsten Sonntag wiederkommst und mein nächstes Video ansiehst und mich vielleicht sogar auf meinem Blog oder Instagram zu besuchen. Bis zum nächsten Mal!